Ihr Lieben, so sieht also schon mal das Vorabergebnis aus. Der war jetzt also gute 6 Stunden im Kühlschrank. Jetzt haben wir hier unsere Tortenplattform. Marco, kannst du kommen? Wir tun die jetzt stürzen einmal. Und das Coole an der Form ist ja, dass man jetzt als allererstes das Innere hier löst und dass man dann das Äußere lösen tut. Das heißt also, hier ist extra so kleiner Nipper. Oh, jetzt haben wir Marco seine Hand dazwischen gehabt, dass er das Ganze ein bisschen aufziehen könne. Und dann können wir das in der Mitte ganz zart rausziehen. Und ihr seht, das sieht schon mal super gut aus. Und jetzt kommt als nächstes der äußere Ring. Und ihr seht, das ist gar kein großes Wunderwerk. Das funktioniert super gut. Der sieht richtig schön aus. Und ich durfte ja keine Früchte drin machen, ne? Hanna, euch ja keine dran erinnere. Deswegen kommen die jetzt als Topping oben drauf. Weil dann kann der Marco die auch immer noch mal runterholen. Die isst er ja nicht so gerne. Und ich mache euch natürlich auch noch einmal ein Endergebnis-Foto, dass ihr seht, wie schön der dann nachher auch geworden ist mit Deko.